Willkommen zu Hause, willkommen bei Ländle TV und damit darf ich Sie recht herzlich bei einer neuen Ausgabe vom Ländle TV Wochenmagazin begrüßen. Das Wann und Wo hat sich zum 40-jährigen Jubiläum etwas ganz Besonderes einfallen lassen, und zwar verlosen sie eine Drei-Zimmer-Wohnung, die Wann und Wohnung. Diese konnte vergangene Woche besichtigt werden. Auch wir mischten uns unter die Besucher. Wann und Wo feiert großes Jubiläum und überrascht die Leser zum 40. Geburtstag mit einem ganz besonderen Gewinnspiel. Zusammen mit Riva Home und den Fallberger Raiffeisenbanken sucht eine Drei-Zimmer-Wohnung im Riva Wohnprojekt in Dornbirn ihren neuen Besitzer. 40 Monatsmieten sowie 13.500 Euro Anzahlung und 10.000 Euro Einrichtungsgeld werden dabei großzügig übernommen. Ja, wir haben heuer ein wunderschönes Jubiläum, das wir feiern, 40 Jahre Wann und Wo. Wir haben uns einige tolle Sachen für unsere Leser überlegt. Wir verzichten auch heuer auf ein großes Event und möchten eigentlich diese Preise unseren Leser das ganze Jahr weitergeben mit mehreren Gewinnspielen. Und der absolute Highlight ist das tolle Gewinnspiel mit unserem Partner Riva Wohnbau, wo es um leistbares Wohnen geht. Seit 9.30 Uhr waren schon die ersten jungen Familien hier und die jungen Paare und haben sich da schon herumgetummelt, um die Wohnung von außen schon ein bisschen zu bestaunen. Und ja, es hält sich ganz gut von den Besuchern. Wir haben ja von 10 bis 14 Uhr haben sie die Möglichkeit, die Wohnung zu besichtigen, die Wusterwohnung. Und ja, die Frequenz, wir sind sehr zufrieden. Ihr habt ja Gewinnspiele, die über das Jahr hinweg immer wieder laufen. Welche wären denn das zum Beispiel? Oh, da haben wir ganz viele, die möchte ich eigentlich gar nicht verraten, weil wir möchten, dass unsere Leser das Wann und Wo jeden Mittwoch und Sonntag in Ruhe sich durchschauen und lesen. Ich kann nur so viel dazu sagen, dass wir bis Ende des Jahres im Rhythmus von 14 Tagen immer wieder ein schönes neues Gewinnspiel unseren Lesern präsentieren. Und hoffe damit, dass wir viele glückliche Gewinner über das ganze Jahr küren können und somit auch nach wie vor das reichweitenstärkste Printmedium des Landes bleiben. Schon in den laufenden Wochen konnte man in der Printausgabe Gewinnspieltaler sammeln, die in einem Sammelpass eingeklebt sorgsam gesammelt werden sollten. Am Tag der offenen Tür, am 15. Juni, waren dann Interessierte dazu eingeladen, sich den Wohnkomplex einmal von innen zu betrachten und die Vorteile der Riva Community zu entdecken. Die Riva Community ist im Prinzip bestehend aus deiner ganzen Bewohner und dem Team der Riva. Das sind wir, das sind die Hausverwaltung. Wir pflegen da einen engen und wertschätzenden Kontakt untereinander, der zahlreiche Vorteile mit sich bringt. Zum einen ist das nachbarschaftliche Verhältnis dann viel besser. Es kann auch gemeinsam Betriebskosten gespart werden. Mit unserer App stellen wir dann regelmäßig Jobs rein, die dann die Bewohner untereinander arrangieren. Das betrifft zum Beispiel Stiegenhausreinigung oder auch die Schneeräumung. Dieses Angebot, dass sie das selber erledigen können und dafür keine Kosten entstehen, können sie in Anspruch nehmen. Wenn das nicht passiert oder wenn sie mal keine Zeit haben, springen wir als Hausverwaltung dann natürlich auch gerne ein und übernehmen diese Aufgaben. Der Gewinner kann natürlich den Stufenkauf fortführen. Das geht dann noch weitere 8,5 Jahre, bis dann der Zeitpunkt angelangt ist, dass er die Wohnung in sein Eigentum übertragen kann. Und die Anzahlung und die ersten 40 Monate sind ja schon bezahlt. Das sind in Summe doch stolze 55.000 Euro, die sich der Bewohner dann erspart hat. Neben vollständigem Sammelpass und kreativen Einsendebewerbungen sollte man beim Tag der offenen Tür nicht auf das Gewinnspiel-Selfie vergessen. Witzige und einfallsreiche Selfies in der zukünftigen Wohnung können die Gewinnspielchancen nämlich deutlich erhöhen. Und so manche Fallberger legen sich für die Wohnung so richtig ins Zeug. Ganz toll, also ich bin echt begeistert von der Wohnung. Also die Wohnung ist echt schön und man könnte sie sogar so eingerichtet lassen. Da kann man wirklich sagen, da kann man einziehen, sich wohlfühlen und da bin ich daheim. Gleich vom ersten Augenblick weg. Also ich finde sie auch voll schön. Also ist echt eine coole Wohnung. Ich tät sie sehr gerne. Ja. Am Sonntag, den 18. Juni, gibt es dann erneut die Chance, die Wohnung hautnah zu erleben und sich bereits ein erstes Bild von und in der Wohnung zu machen. Und vielleicht bist du bald der glückliche Gewinner des 55.000 Euro Wohnungsgewinnspiels und kannst ein neues, gemütliches Zuhause im Ländle beziehen.
Bei uns geht es gleich weiter mit einem interessanten Ländle-Talk vom Sentis in der Schweiz, heute mit Andreas Marti. Ich wünsche interessante Minuten. Andreas Marti ist hochdekorierter Anchorman bei der Salban Sentis und aufgrund seiner vielfältigen Talente und Ausbildungsvarianten im Marketing und Vertriebswesen auf seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter angewiesen, wenn er von einem Meeting zum nächsten eilt. Sehr umfangreich und speziell ist sein Arbeitsbereich. So speziell und schweizerisch wie er selbst. Andreas und Andreas auf 2502 Meter am Sentis, Andreas Marti und Andreas Seeburger. Wir dürfen ein bisschen informieren, das heißt eigentlich der Andreas Marti, er ist der Marketing- und Werbemensch schlechthin. Erzähl einfach einmal seelefrei ab, wer soll deinen Berg besuchen? Der Sentis, das soll einfach jeder besuchen, der gerne einen Panoramablick hat wie heute. Oder wer sieht schon von einem Berg aus sechs Länder? Und wenn man das Ländle, weil ja auch ein Land ist, und eines der schönen Länder, sogar sieben, sind, wo man sieht. Also einfach jeder, der mal einen Tag oder einen Nachmittag oder ein paar Stunden außerhalb der Hektik, außerhalb vom Stress, einfach in der Natur, im Grünen, einfach in der frischen Luft leben will. Also ehrlich gesagt, jetzt viel Grün habe ich da oben jetzt nicht mehr gesagt. wo siehst du da jetzt Grün? Nein, ja, aber du siehst ja wunderschön. Wirklich beeindruckendes Panorama. Viel Schnee natürlich in der Höhenlage. Das kann passieren, dass so im Sommer noch mal Schnee hat. Durchschnittlich schneit es auf dem Sentis jeden Monat, auch im August und im September. Ach, stell dir vor. Nicht ganz jedes Jahr, aber wir sagen, in 9 von 10 Jahren stimmt da die Regel. Ah ja, und da kann man sich dran heben. Das sind immer so. Da kann man sich ziemlich gut dran heben, weil wir sind doch auf 2500 Meter oben. Ja. Und wir haben halt doch ein Klima, das vom Nordpol bestimmt wird. Ja, ganz klar. Wir wissen jetzt, wer den Berg besuchen soll, jeder am besten. Aber der Berg hat eine unheimliche Historie. Gerade wenn man jetzt den Seilbahnbau und die Architektur da, das erschlägt einem fast positiv von diesem gewaltigen Projekt, was da gemacht wurde auf dem Berg. Genau. Und vor allem zu was für einer Zeit? Ja, wenn man denkt, man hat die ersten Bahnprojekte schon Anfang 1900 auf den Sentis rauf. Das waren noch ganz wilde Projekte mit einer Zahnradbahn. Yeah. Sogar einen senkrechten Lift hätte man mal bauen. Da aber so nicht, auf dem Fels raus? Oder auf, nein, außerhalb. Da gibt es keine Pläne dazu. Das gibt es alle Skizzen, die man mal gemacht hat. Ja, und 1933 hat dann der Dr. Karl Mayer angefangen, die Seilbahn auf den Sentis rauf zu bauen. Das war ein Pionierprojekt. Ja. Das war eigentlich mal die dritte Seilbahn, die es in der Schweiz gegeben hat, vom Berg rauf. Ja. Und in knapp 2 Jahren hat man den Sentis per Bahn bezwungen. Und ja, eröffnet worden ist in am 31. Juli 1935. Und ja, was noch speziell ist, wir feiern da heute noch am 31. Juli unseren Geburtstag. Wir hängen eigentlich da, wie es unten dran, dann auch die grösste Schweizer Fahne. Da wäre jetzt noch drauf gekommen, aber genau. lass uns gleich davor reden. Warum nicht, wenn du schon die Reto bringst? Das ist ja die weltgrößte Flagge. Schweizer Flagge. Die weltgrößte Schweizer Flagge. Ja. Weltgrößte Schweizer Flagge, genau. Ja, ich wollte es eigentlich so sagen. Es gibt noch größere Fahnen, aber nicht Schweizer Fahne. Ja. Und welche ist das? Wissen wir nicht. Nein. Aber es gibt noch größere. Gibt noch größere. Die ist enorm. Ja. Die Schweizer Fahne hängt da. Tunnel, wo man sich vorstellt, man sieht es nicht bei den Stützen. Über dem Ding, immer bei eurem Staatsfeiertag, genau. Den ihr habt. Gell? Genau. Und die ist enorm, mit enormen Massen. Erzähl mal. Die ist 80 auf 80 Meter groß, ist knapp 800 Kilo schwer. Und dann die mit der Bahn eigentlich in den Fels transportieren. Und nachher tun wir sie eigentlich klassisch per Bergkletter, also per Bergsteiger, die entrollen. Und dann wird sie über den 1. August hin, also von unserem Geburtstag, in den Schweizer Geburtstag, hängen sie dann am Berg. Ja, genau, das ist. Strahlen raus. Ja, aber ihr fahren 800 Kilo Stoffballer, schön gerollt, mit der Seilbahn an die Stelle. Genau. Und wird unter dir den raus zur Tür rausschubsen? Nein, die wird unten dran angehängt. Ah, die wird schon unten dran. Und dann tut man sie eigentlich per Seilzug runterlassen. Und dann wird die am Fels befestigt. Das ist eine Arbeit von etwa 2-3 Stunden. Und da haben wir dann so 60-70% Steigung. Ja, mindestens. Und da hängen die Leute rein und rollen dann das runter wie eine Jalousie. Genau.
Genau. Das eigentlich ganz einfach, das Prinzip. Ja, aber genau. Trotzdem, also Hochachtung an die Männer, die das machen, sind fast Nachbarn vom Ländli, kommen praktisch alle aus dem Rindtal. Und ja, Hochachtung an die, also das ist eine Riesenleistung, die jedes Jahr erbringen. Ja. Auch nicht ganz ungefährlich, aber die machen das professionell und sicher und tun so eigentlich. Ja, da wo wir im Herzen fühlen, die Schweiz oder eben die Region, das Entis trägt sein Land raus mit dem. Ihr seid da sehr verbunden. Erstens mit dem jetzt, mit der Fahne, das ist ja ganz so stolz, mit der supergrossen. Der Staatsfeiertag, das ist bei euch ganz eine andere Geschichte, das merkt man, gell? Der ist Nationalviertig, ist bei uns. Nationalstolz. Ja, Nationalstolz. Und auch unseren Geburtstag in der Schweiz, ich weiß nicht, wie es sonst ist, aber wir feiern auch Geburtstag und auch die Sentisbahn. Zum Beispiel darum, ich kann allen nur empfehlen, kommen am 31. Juli auf den Sentis, dann fahrt man zum halben Preis auf den Sentis. Der ist auch noch, hat ja keinen Platz mehr, jetzt kann ich alle. Genau. Lass uns ganz kurz über deinen Beruf reden. Du bist Marketingmann, ja. Genau. Du hast viele Bildungsressorts, die du gemacht hast und glaube gerade dran warst. Genau. Gell? Erzähl mal ein bisschen über deine Arbeit im engeren Sinn. Wenn man die da trifft und sieht, oder sieht man meistens nicht, weil du hockst im Büro oder bist unterwegs. Nein, ich schaue auch, dass ich viel auf dem Berg bin. Okay. Also die Hauptaufgabe, und eben, das bin nicht ich, das ist mein Team. Ich habe ein Team von 4 Mitarbeiterinnen, die eigentlich die ganzen alles auf dem Sentis organisiert. Wir zusammen, wir machen rund 1'800 Anlässe. Also das sind Familienfeiern, Seminare, Tagungen, Ausflüge, Busgruppen, die wir hier pflegen. Dann ist aber auch die ganze Werbung, die wir für den Sentis machen, die ganze Kommunikation, die Flyergestaltung mit der Agentur zusammen. Ja, eigentlich ein sehr vielfältiger Job. Und ich sage immer, ich habe den schönsten Job. Ich darf den schönsten Berg in der Ostschweiz, in der Bodenseeregion verkaufen. Er verkauft den Berg. Sie können zu Hause gewinnen, oder ihr, und einen Rundflug von Flugplatz Hohenems zum Sentis mit ein paar Runden da um den schönen Berg in der Ostschweiz drehen mit dem Rundflugteam Flugplatz Hohenems. Wenn ihr das gewinnen möchtet, dann schreiben da einfach eine E-Mail an info@rundflugteam.at und mit ein bisschen Glück sind ihr mit dabei. Du hast jetzt über deine Arbeit und über Firmen-Events gesprochen, die man organisieren muss. Da habe ich mir jetzt ein Stichwort aufgeschrieben. Du hast namhafte Firmen und Persönlichkeiten, die ich da rufen kann, um ein Firmenevent selber zu feiern, in einem besonderen Ambiente. Wer kommt denn da so? Ja, da sind wir Schweizer halt schon ein bisschen verschwiegen. Ah, da reden wir natürlich nicht über alles. Oder wir haben Zellerland verraten und wir haben das Geheimnis vom Käse nicht. Oder? Aber wenn wir da sagen wollen, also wer mir sicher sagen kann, der war ja bei dir in der Sendung, ein paar Sendungen vor mir, das ist der Nicolas Senn. Das ist ein Handballspieler, der ja auch in der Schweiz bekannt ist. Okay. Dann haben wir natürlich auch viele Kollegen von dir, vom Schweizer Fernsehen, die regelmässig da sind, vom österreichischen Fernsehen, vom deutschen Fernsehen. Und zwischen den Firmen, also das fängt von A an und hört bei Z auf. Wirklich, und, ja, ich denke, jemanden, den wir nennen können, ist sicher auch der Spar, der regelmässig bei uns ist, der ja auch immer wieder mit dir zusammen schafft. Und sonst ist das wirklich vom Kleinbetrieb, vom Handwerker, der vielleicht mit seinen Mitarbeitern da raufkommt an einen Vollmond, oben zu 5.6. Vollmondanlass verbringt. Das kann ein kleines KMU sein mit 40, 50 Leuten, die ihr ein Seminar macht, ihre Verkäufertagung. Da kann aber auch das grosse Schweizer oder internationale Unternehmen, das vielleicht hier in der Region den Hauptsitz hat, ja, und da ihre Verkäufertagung haben, ihre International Hire-Tagung, von ihrem Konzern, also da haben wir quer durch, da müssen wir auch nicht nehmen, weil wahrscheinlich, wenn ihr an eine grosse Schweizer Firma denkt oder aus der Bodenseeregion, die sind wahrscheinlich alle schon mit einem Anlass da oben gewesen. Der Appenzeller Alpenbieter hat mir auch nicht gesagt, was die geheimnisvollen Kräutermischungen sei. Hat es mir auch nicht. Also du hast recht, die sind da sehr sparsam mit dem Verraten und von den Geheimnissen. Vor allem, es sind so viele da, es sind Schauspieler da, es kommen Politiker, von unseren Bundesräten bis zu Nationalratspräsidenten sind alle schon da oben. Also es hat Politiker. Es hat einen Namen. Ja. Und wer nicht da war, muss es einmal gesagt haben, weil es ist fast eine Bildungslücke, oder wenn man da nicht. Ja, Bildungslücke, eine Aussichtslücke. Also wer, eben, ich denke, das muss man mal erlebt haben. Und auch wenn es nicht ganz stahlblau ist, auch heute haben wir ein paar Wolken. Der Sentis das wird interessant mit den Konturen, mit so den Bergen. Wenn es halt auch mal ein Gewitter aufzieht, das ist etwas vom Schönsten auf dem Berg oben, ein Gewitter. Ja. Geht eine Stunde, dann ist es vorbei. Lass uns vom Gewitter noch schnell auf eine andere Erscheinung kommen. Die Vollmondgeschichte. Erklär das noch. Das ist eine weit über die Grenzen des Landes hinaus eine Geschichte, wo sie in Strömen zu dir kommen.
Ja, unsere Vollmondübung, die machen wir mittlerweile seit etwa 12 Jahren. Das ist eine der wenigen Übungen im Jahr, wo man auf den Sentis am Abend rauf kann, ohne dass man selber ein Event organisieren muss. Da haben wir im Restaurant da haben wir rund 180 Plätze, die man vergeben kann. Da können 180 Gäste raufkommen. Ja. Das zweite für das romantische Dinner, Verlobungsfeier, für das Familienfest. Ja. Wo man auf den Sentis zukommt und dann ein feines Buffet genießt, zwischen ihnen da auf die Terrasse geht. Und wenn man Glück hat, sieht man auch den Vollmond. Das war der Vollmond jetzt, habe ich noch. Gibt es irgendwelche Neuerungen, die du dir wünschst oder die man schon ins Auge gefasst hat? Ja, das Sentis, wir sind ständig etwas am Entwickeln immer dran, und etwas am Machen. Wir haben im November 2015 unser neues Hotel auf der Schwegalpunne eröffnen. Also das ist die Talstation, wenn ich so jetzt topografisch gesehen. Genau, wo es dann hochgeht mit dem Neubau von der ganzen Anlage auf der Schwegalpe. Wir haben die Infrastruktur neu gemacht. Es wird auch auf dem Sentis so bei den nächsten 2 Jahren etwas passieren. Da wollen wir noch nicht zu viel verraten. Schauen Sie vorbei. Sie verraten es schon wieder nicht. Vielleicht wissen wir es auch noch nicht. Nein, okay. Wir wissen, da kann ich offen sein. Wir wissen noch nicht ganz genau, was alles werden machen. Aber es wird auf dem Sentis so bei den nächsten 2 Jahren sicher Veränderungen geben. Es wird neue Ecken geben, es wird neue Erlebnisse geben, es wird neue Emotionen geben. Weil wir sind uns bewusst, wir sind jetzt auch wieder in einem Gebäude, das mittlerweile vor 20 Jahren eröffnet worden ist. Wir wollen jetzt auch wieder die Infrastruktur auf den neuesten Stand bringen. Wir wollen wieder gewisse Sachen zeigen. Wir wollen wieder mehr Erlebnisse bieten, mehr Emotionen. Wir wollen das Panoramablick einfach nochmal ein bisschen attraktiver machen, als es sonst schon ist. Und dann auch zeigen, wenn es wieder fertig ist. Und das ist deine Arbeit, diesen Berg in dem Fall, oder eure Arbeit mit deinem tollen Team, die ganzen Mitarbeiter natürlich von der Bahn und Crew. Genau. Das Thema Sentis neu erfinden vielleicht? Ja, neu erfinden ist vielleicht ein richtiges Wort, aber auch einfach wieder attraktiver machen, als er schon ist, einfach die Leute auch wieder in die Erinnerung rufen. Weil, ich habe gerade gestern hat mir jemand gesagt, der da oben war mit Kollegen, die sind in meinem Alter und sind noch nie auf dem Sentis gewesen, wohnen aber keine halbe Stunde von hier weg. Und ja, das geht ja schon. Ich denke jetzt gerade auch im Ländlichen gibt es wahrscheinlich jemanden, der noch nie auf dem Sentis oben war. Ja, ist richtig, ja. Wie gesagt, ja, herzlich willkommen auf dem Sentis. Geniessen die Panoramasicht, kommen zu uns und erleben das einmal persönlich. Ein Marketingleiter mit Herz spricht da. Abschließende Frage, Andreas, gestatte mir. Vielleicht verratet er mir es auch wieder nicht. Aber verratet er mir, was der Andreas Marti tut, wenn er nicht am höchsten Berg herumturnt in der Ostschweiz. Ja, das ist natürlich schon. Er ist viel am höchsten Berg. Ja. Ja, das ist nicht einfach ein Beruf, sondern eine Berufung. Da muss man lieben. Sehr schön gesagt. Man muss jeden Tag bei jedem Wetter können auf die Schwegalpen fahren. Sonst, gerne in der Natur, auf dem Velo, an den Bergen allgemein, gerne reisen. Ja. Einfach Zeit mit der Familie verbringen. Einfach, Also wenn er von dem Berg runterkommt, gerne auch auf einen anderen Berg? Selbstverständlich, Kollegen besuchen. Weil, wenn ich da überall schaue, oder? Jedem zweiten Berg, da haben wir Kollegen, da können wir die Leute, die müssen wir auch besuchen gehen und dann sind sie wieder von einer anderen Ecke anschauen. Ja. Oder? Weil von daher kenne ich nie eigentlich wie aus dem Hosensack. Lass die Kollegen von uns schön grüßen. Vielleicht können wir sie auch einmal besuchen, wenn du unterwegs bist. Ich bedanke mich im Namen meines Teams von Ländle TV, dem Vorarlberger Privatfernsehen, herzlich für die Gastfreundschaft, für die wunderschöne Organisation des Wetters. Weil das hat wie aufs Auge gepasst. Und ich wünsche dir persönlich und deinem Team alles, alles Gute. Danke vielmals. Möge sich der Sentis neu erfinden lassen und wir sind es hoffentlich denn die Ersten, denen du verratest. Machen wir gern. Okay. Auch dir und dem Team danke vielmals. Auch allen Gästen zum Ländle danke vielmals für euren Besuch. Wir freuen uns auf euch. Vorarlberg, das Ländle ist natürlich für uns ein wunderschönes Gebiet, weil wir dürfen immer zu euch überall schauen, auch zu den Kollegen von der Bergbahn in Vorarlberg, wo wir sehr gute Beziehungen haben. Ja. Und wir freuen uns natürlich. Herzlichen Dank, sind ihr da raufgekommen. Herzlichen Dank, sind ihr in die Schweiz gekommen. Ist nicht selbstverständlich über Grenzen. Und sind immer herzlich willkommen. Jederzeit kommen wir mal zurück. Dann zeigen wir euch, was die Ostschweiz sonst noch alles zu bieten hat. Das werden wir uns merken. Wir sagen ihm Danke, seinem Team. Und wir sagen euch Danke fürs Zuschauen. Tschüss. Danke vielmals. Peak Bergcheck. Achten Sie auf eine sorgfältige Planung. Was habe ich vor?
Auf eine realistische Einschätzung, ist diese Tour für mich geeignet? Auf eine optimale Ausrüstung, habe ich das Richtige dabei? Und auf eine regelmäßige Kontrolle, bin ich noch gut unterwegs? Gib Acht! Weitere Infos zum Peak-Konzept gibt es unter www.sicheramberg.info. Expert Janetz, der Serviceprofi in Rankweil mit absoluter Bose-Kompetenz. Expert Janetz in Rankweil, Ringstraße 26, www.janetz.com. Freitags. Spieglein, Spieglein in der Hand, wer ist die Schönste im ganzen Land? Die Miss Austria-Wahl findet es jedes Jahr heraus. Schönheit allein reicht dabei aber nicht. Eine würdige Miss muss auch charmant, engagiert und charismatisch sein. Da geht es um Persönlichkeit, da geht es um Ausstrahlung. Und dann einfach sein Bestes geben, strahlen und die Leute hoffentlich begeistern. Wir zeigen Ihnen die Misswahlen der Bundesländer, die Miss Akademie und natürlich das große Finale im Casino Baden. Die Miss Austria-Wahl 2017. Alle Vorausscheidungen bis zum großen Finale am 7. Juli. Exklusiv in Österreich Blick die Woche. Freitag um 20 Uhr. In der Sendereihe Blickpunkt Industrie präsentieren wir Ihnen heute das Unternehmen Rondo. Ich wünsche spannende Minuten. Seit dem Jahre 1911 wird am Rondo-Standort in Frastanz Papier produziert. Die Geschichte des Traditionsunternehmens ist also lang und darf durchaus als äußerst erfolgreich bezeichnet werden. Ein Grund dafür ist das stetige Streben nach Verbesserungen und Weiterentwicklungen. Durch Verlässlichkeit, langfristiges Denken und einen verantwortungsvollen Umgang mit den vorhandenen Ressourcen schafft Rondo eine dauerhafte Beziehung zu Kunden, Mitarbeitern, Lieferanten und der Öffentlichkeit. So verwundert es auch nicht, dass aus dem einstigen Papierhersteller über all die Jahre ein Big Player in Sachen Papier, Wellpappe und Verpackung geworden ist. An die 350 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind aktuell am Stammsitz der Ganal AG in Frastanz beschäftigt. Zahlreiche von ihnen schon seit vielen Jahren. Sie alle teilen die Leidenschaft für die von ihnen produzierten Produkte. Und auch die Weiterbildung ist ein großes Thema. Mitarbeiterausbildung ist uns sehr wichtig. Wir wissen, dass die Mitarbeiter das Gut des Betriebes ist, dass die der Fortbestand und der Erfolg sichern. Eine fundierte Ausbildung und Aufstiegsmöglichkeiten sind bei Rondo Grundprinzip. Eine Tatsache, die sich auch Stefanie Burcher zunutze machte, als sie sich für diesen Berufsweg entschloss. Innovativ wie das gesamte Unternehmen trat sie in die damals noch von Männern dominierte Welt der Verpackungstechnik ein. Also zuerst bin ich in die Hauptschule gegangen, dann war ich in Poli, Bludenz, bin aber damals schon nicht unbedingt büroorientiert gewesen, wollte eigentlich immer eher auf die technische Basis einsteigen. Hab dann Rondo kennengelernt, durfte bei einem Schnuppertag mir das Ganze anschauen, bin dann den Beruf Verpackungstechniker und in den Beruf Papiertechniker reingestiegen, habe mir das angeschaut und mich dann für den Verpackungstechniker entschieden. Schlussendlich zählt einfach immer die Leistung und nicht das Geschlecht. Deshalb ist auch Manuela Burcher die Karriereleiter in der Wellpappe-Fabrik emporgestiegen und schaffte über den zweiten Bildungsweg den Sprung ins Qualitätsmanagement. Ich mache laufende Kontrollen von der Produktion, diverse Prüfungen, physikalische, Farbeprüfungen, Verpackungstechnik, das ist ein großer Begriff. Da geht es vom Konstruieren bis zur Herstellung von Papier, Wellpappeherstellung. Stanzer, das ist eigentlich ein großer Vorteil, wenn man sich überall ein bisschen auskennt, dann kriegt man auch, wenn es Probleme gibt, dann weiß man schon, an was kann es liegen, wo kann man nachgehen. Verpacken ist Vertrauenssache, deshalb zählen die vielen Kunden auf die Dienste von Rondo. Vertrauenssache ist allerdings auch der Glaube an die eigenen Stärken. Aus diesem Grund erhalten bei Rondo Ganal jedes Jahr 5 bis 8 Lehrlinge die Chance auf eine fundierte Berufsausbildung.
Eine von ihnen ist aktuell Deria Kurucu. Auch sie wählte den Lehrberuf der Verpackungstechnikerin. Den Lehrberuf als Verpackungstechnikerin durfte ich bei einem Flugvertrag kennenlernen. Es hat mir sehr gefallen, es war sehr vielfältig und das Team war super, die Firma hat mir sehr gut gefallen. Man muss Genauigkeit mitbringen und technisches Verständnis. Und man hat sehr viel Abwechslung in diesem Beruf und es macht sehr viel Spaß. Eine abwechslungsreiche Ausbildung kombiniert mit einer sicheren beruflichen Zukunft. Die Ausbildung bei Rondo trägt Früchte und das nicht nur innerhalb des Betriebs. Wir freuen uns sehr über die staatliche Auszeichnung für den ausgezeichneten Lehrbetrieb. Nachdem wir sie 6-mal auf Landesebene erhalten haben, ist nun die Wertschätzung für unsere tägliche Arbeit mit den Lehrlingen, die wir sehr motiviert und engagiert durchführen, auf Staatsebene anerkannt worden. Auch die Fachkräfte von morgen erhalten also eine perfekte Ausbildung. Die Weichen für die Fortführung der über 100-jährigen Tradition sind also bestens gestellt. Wie berichtet, wurde vergangene Woche das Haus der Generationen in Koblach feierlich eröffnet. Wir haben den kompletten Bau begleitet. Die Baubegleitung sehen Sie jetzt. Im Oktober 2014 erfolgte der Spatenstich und der Beginn der Bauarbeiten beim neuen Haus der Generationen in Koblach. Und mit Anfang 2017 konnten diese Arbeiten fertiggestellt werden. Gelegen ist das neue Haus Koblach im Herzen der Gemeinde und es wurde durch die Architekten Zurkowitz und Nachbauer Bregenz geplant. Am zentral gelegenen Standort wurden 13,5 Millionen Euro investiert und mehr als 40 neue Arbeitsplätze geschaffen. Eine Herausforderung war ebenfalls, das Grundstück optimal zu nutzen, um auch eine zukünftige Erweiterung zu ermöglichen. Das nahegelegene Dorfbiotop am Aukanal wurde dabei maßgeblich in den Planungsprozess mit eingebunden. Heute dürfen sich die Bewohner an einem Zuhause in idyllischer Umgebung und nahe der Bevölkerung erfreuen. Insgesamt entstanden 2 neue Gebäude und zeitgleich erfolgte die Sanierung des bereits bestehenden Versorgungsheims, in welchem heute die sozialen Dienste der Gemeinde Koblach untergebracht sind. Das Projekt ist auch ein gutes Beispiel dafür, wie gemeindeübergreifende Zusammenarbeit funktionieren kann, denn die Sozialdienste Götzis haben die Betreuung und Pflege sowie die Verwaltung des Hauses übernommen. Ja, das Haus Koblach ist eigentlich schon ein langer Wunsch der Koblacher Bevölkerung und der Gemeinde. Und wir müssen feststellen, dass die Bevölkerungsentwicklung in den Gemeinden eigentlich uns vor große Herausforderungen stellen. Die Zahl der älteren Menschen wird in allen Gemeinden, in Koblach und der Kummerberg-Region, immer mehr. Und da müssen wir für die Zukunft vorsorgen und Betreuung und Pflege schaffen. Nach dem Baustart im Oktober 2014 war ein erster Meilenstein die Baumeisterarbeiten mit dem Erstellen der Tiefgaragenplätze. Für die Bauarbeiten wurde bei allen 3 Objekten stets darauf geachtet, regionale Betriebe mit einzubeziehen. Innerhalb von 1,5 Jahren konnten die Baumeisterarbeiten fertiggestellt und in Folge mit den Innenausbauarbeiten gestartet werden. Im Pflegeheim Haus Koblach wurde besonders viel Wert auf den Werkstoff Holz gelegt. Boden und Wände wurden mit Holz verkleidet und sorgen für eine angenehme Atmosphäre und Stimmung im Haus. Am zentral gelegenen Standort wurden 2 neue Gebäude erstellt und der Altbau generalsaniert. Das 2-geschossige Hauptgebäude ist das Pflegeheim Haus Koblach mit 36 Zimmern. Daneben befindet sich das 3-geschossige Gebäude mit 16 integrativen Wohnungen und der betreuten Wohngemeinschaft mit 12 Bewohnern. Das generalsanierte Altgebäude bietet nun Platz für die Sozialvereine und sozialen Dienste der Gemeinde Koblach. Das Haus der Generationen in Koblach zeichnet aus, dass wirklich mehrere Generationen da in den Baukörper zusammen wohnen, Nachbarschaft bilden. Wir haben im Gebäude Wegeler 8 soziale Wohnungen drin, wo junge Familien drin wohnen. Genauso ältere Koblacher, die bei uns über die Sozialdienste Götzis einen Betreuungsvertrag haben. Im 2. Stock wirklich Senioren, die ein bisschen höherer Betreuungsaufwand haben, in einer betreuten Wohngemeinschaft zusammen leben. Im anderen Gebäude haben wir das Pflegeheim, wo wir aber auch mit offenem Mittagstisch versuchen, auch andere Leute eine Offenheit für andere Generationen auch zum anbieten. Und im ehemaligen Versorgungsheim
jetziger soziale Dienste sind so die ganzen sozialen Einrichtungen von der Gemeinde Koblach untergebracht. Das fängt auch bei der Elternberatung über Beratungsstelle für Senioren, aber auch Hauskrankenpflege Mohi und die Ehrenamtsinitiative zu Koblach daheim. Das Pflegeheim Haus Koblach überzeugt durch die offenen und hellen Räume, in denen sich die Bewohner wohlfühlen können. Jeder Bewohner hat dabei sein eigenes Zimmer, welches großzügig gestaltet wurde. Im Erdgeschoss befindet sich eine Cafeteria, die den Gästen und Bewohnern die Möglichkeit bietet, sich in einer entspannten Atmosphäre aufzuhalten. Ein wichtiger Ort der Begegnung im Haus. Während des Tages dürfen sich die Bewohner über unterschiedliche Aktivierungsprogramme freuen. Um sich rundum wohlzufühlen, darf natürlich auch eine kleine Wellness-Oase nicht fehlen. Im Pflegeheim wurde auch eine kleine Kapelle mit eingeplant. Regelmäßig finden hier Gottesdienste für die Hausbewohner und die Koblacher Bevölkerung statt. Also für mich hier als Pflegedienstleitung macht die Arbeit hier in Koblach besonders, weil erstens mal ist es ein ganz neues Gebäude. Das heißt, also das Ambiente ist natürlich schon sehr gut, weil es ein sehr helles, sehr offenes Gebäude darstellt. Dann, was natürlich sehr spannend ist, ist, dass wir komplett neues Team aufgebaut haben. Es sind zwar auch Mitarbeiterinnen von Götzes nach Koblach rübergegangen, um beim Aufbau zu helfen, aber ansonsten sind alles neue Mitarbeiter und natürlich komplett neue Bewohner und Bewohnerinnen. Und da macht es immer spannend, wie gestalten sie den Alltag, wie findet die Beziehungsaufbau statt. Und dann ist es halt natürlich jetzt schön, nach Monaten zu sehen, dass es sehr harmonisch bei uns ist, dass es wirklich die Qualität sehr hochwertig ist und dass laut der Aussage von den Bewohnern, aber auch von den Mitarbeitern, sie sich alle unheimlich wohlfühlen. Und was für mich natürlich als Pflegedienstleitung das jetzt hier ganz besonders macht, ist das, dass dadurch, dass die Gebäude, also die Wohngemeinschaft und aber auch jetzt das Pflegeheim, dass die sehr nahe zusammenliegen. Das heißt, wir haben sehr kurze Wege, auch bei Organisationen. Und man kann halt die Synergien auch nutzen, was die Mitarbeiter von der Wohngemeinschaft angeht, aber auch die Mitarbeiter vom Wohnbereich. Von den 16 integrativen Wohnungen haben 5 Bewohner ein zusätzliches Betreuungsangebot durch die Sozialdienste Götzis. Sowohl junge Familien als auch ältere Personen haben in diesem Haus ihre neue Heimat gefunden. Im zweiten Obergeschoss befindet sich die betreute Wohngemeinschaft mit 12 Bewohnern. Im sanierten Altbau haben zahlreiche Sozialvereine und Institutionen der Gemeinde neue Arbeitsräumlichkeiten gefunden. Der Krankenpflegeverein, die Hauskrankenpflege, der mobile Hilfsdienst, die Elternberatung und die Gruppe Zkobler daheim sind nun unter einem gemeinsamen Dach und miteinander vernetzt. Auch einzelne Verwaltungsräume der Sozialdienste Götzis sind hier untergebracht. Mit den Investitionen am Standort Koblach wurde dafür gesorgt, dass auch in Zukunft die generationsübergreifende Beratung, Betreuung und Pflege von Personen aus Koblach und der Region am Kummer gewährleistet ist. Das war's von meiner Seite. Sie sehen im Anschluss noch den Sport mit Marc Geächter. Ich bedanke mich fürs Zusehen und würde mich freuen, wenn Sie auch das nächste Mal wieder einschalten. Tschüss! Meine Berater im Direktvertrieb wissen genau, was ich mag und informieren mich auch über Monatsangebote. Einfach praktisch. Wenn man nur noch einräumen muss und keine Zeit zum Einkaufen braucht. So habe ich einen perfekten Single-Haushalt. Sicherheit gibt auch die Golden Card von der Wirtschaftskammer. Mobil, modern, menschlich. www.derdirektvertrieb.at
Die neuen Fußballartikel sind da. Aktuelle Modelle und trendige Farben gibt es bei Wilhelmer Teamsport in Dornbirn. Wilhelmer Teamsport, dein Partner in Sachen Fußball. Hallo und recht herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Sport hier auf Lände TV. Auch in dieser Woche einmal mehr natürlich mit Fußball total. In den verschiedenen Meisterschaften geht's langsam aber sicher ans Eingemachte. So auch in der Relegation zum Aufstieg in die Frauenbundesliga. Im Rückspiel hatte dabei der FFC Vorderland den ASK Erla zu Gast. Das folgende Spiel wird Ihnen präsentiert von Admiral. Es war angerichtet für den großen Showdown um den Aufstieg in die Frauenbundesliga. Der FFC Vorderland sind in den weißen Trikots zu Beginn das gefährlichere Team. Die Gäste aus Erla wurden in die Defensive gedrängt und so ergaben sich Chancen für das Heimteam. 14. Spielminute, Wieso nimmt die Kugel direkt. Gästekeeperin Hackel kann nur kurz abwehren, Müller mit der Chance, dabei verfehlt aber das Tor. Wenig später die nächste Möglichkeit, Ulaccio mit diesem Freistoß, der Ball segelt über Freund und Feind hinweg, springt dann aber über das Tor. In der 25. Minute ist es dann aber soweit, der FFC erneut im Angriff. Das Leder kommt zur Mitte, Sanchez Pose mit der perfekten Annahme, Mitnahme und dann mit dem Abschluss. Der FFC Vorderland führt mit 1:0. Die Gastgeberinnen danach mit einer breiten Brust und nur 5 Minuten später mit dem nächsten Treffer. Wieso mit dem Wechselpass? Kirchmann scheitert an Hackel. Im Nachschuss ist aber erneut Sanchez Pose zur Stelle. Neuer Spielstand 2:0. Die Partie schien entschieden. Der Aufstieg in die Bundesliga besiegelt. Allerdings mussten die Vorderländerinnen ab der 38. Minute mit einer Frau weniger agieren. Kirchmann sah nach dieser Tätigkeit die rote Karte. Nichtsdestotrotz hätte es wenig später fast wieder im Tor des ASK Erla geklingelt. Müller hier beim Freistoß, der Ball springt aber von der Querlatte zurück ins Spiel. Es bleibt beim 2:0, auch weil Vorderland-Keeperin Bachmeier kurz vor der Pause dieses 1-gegen-1-Duell gegen Galva gewinnt. Rein in den zweiten Abschnitt und der beginnt ganz und gar nicht nach dem Geschmack des FFC Vorderlands. Die Gäste aus Erla in der 46. Minute mit diesem Freistoß. Feichtinger tippt die Kugel kurz an. Dujmenovic hält drauf und trifft genau ins Kreuzeck. Neuer Spielstand nur noch 2:1. Allerdings wittern die Mädels aus Erla nun Morgenluft, werfen alles nach vorne und werden nur 4 Minuten später belohnt. Lenhardt hält aus 20 Metern einfach mal drauf. Der Ball wird länger und länger und senkt sich dann hinter Torfrau Bachmeier in die Maschen. Ausgleich 2:2. Alles um den Aufstieg in die Bundesliga ist wieder offen. Der weitere Spielverlauf ist dann nichts für schwache Nerven. Zunächst die Gäste mit den besseren Möglichkeiten. FFC-Torfrau Bachmeier rettet hier aber gegen Galova. Wenig später dann diese Szene. Wieso wird von Dujmenovic unsanft gestoppt. Schiedsrichter Kraker kennt keine Gnade und schickt die Erlaerin mit Gelb-Rot unter die Dusche. Nun also beide Teams mit nur 10 Spielerinnen auf dem Feld. Die erste Möglichkeit danach haben aber erneut wieder die Gäste. Lenhardt hier mit der eingesprungenen Einlage. Allerdings ist Bachmeier erneut auf ihrem Posten und klärt zur Ecke. Und da haben die Vorderländerinnen erneut Glück, denn dieser Kopfball findet nur den Weg an die Stange. Wir sind bereits in der 3. Minute der Nachspielzeit. Alles rechnet bereits mit Verlängerung. Aber der FFC mit dem allerletzten Angriff. Bucher mit dem idealen Zuspiel auf Wieso. Wieso umkurft die Gästekeeperin und trifft zum 3:2. Das ist die Entscheidung. Der FFC Vorderland schafft den Aufstieg in die Frauenbundesliga.
Die 90 Minuten waren ein Wechselbad der Gefühle mit 2-0 geführt, in Euphorie schon, dann den Ausschluss, gleich nach der Halbzeit 2 Gegentore bekommen, relativ rasch hintereinander. War für einen Trainer furchtbar, für die Zuschauer wahrscheinlich, grandiose Partie. Beherzt weitergekämpft, nach der gelb-roten Karte von Erla wieder ins Spiel zurückgefunden und der Ausgleich in der Nachspielzeit ist, wie man es sich wünschen kann, eigentlich kann nicht besser sein. Na, also es war irgendwie auf und ab. Das in Unterzahl Spieler haben wir gut überbrückt, dass wir dann auch wieder gleich auf sind mit der Spielerinnen, dass wir nochmal zurückgekommen sind. Ein großes Kompliment an die Mannschaft. Die Saison hätte ich gesehen, das passt. Wie groß war der Stein, der dir persönlich vom Herzen gefallen ist hier in der dritten Minute der Nachspielzeit? Boah, brutal. Ich habe gerade alles fallen lassen müssen. Nein, es ist brutal. Mir ist alles auch gefallen. Ja, es lastet halt doch auch eine rote Karte, oder? Und weil es doch anders ausgehen hätte können, vor allem nach dem 2-2, oder? Aber mit der Gelb-Roten sind wir natürlich klar auch wieder im Vorteil gewesen, oder? Vor allem mental haben wir gewusst, jetzt können wir wieder Vollgas geben. Oh, am Anfang war einfach ein bisschen einfach. Wir haben 2-0 vorne gewesen, aber zwei Tore schnell auf die zweite Halbzeit war. Eine Spiele weniger, das war schwierig gegangen, aber ich freue mich, unsere Mannschaft hat sehr stark gekämpft und ich freue mich sehr auf meine zweite Tor, aber mehr als unsere Spiele gewonnen, 3 Punkte aufstiegen und erreicht. Herzliche Gratulation also an die Frauen des FFC Vorderland zum Aufstieg in die Frauenbundesliga. Auch in der Vorarlbergliga wurde am vergangenen Wochenende natürlich gespielt. Gegen den Abstieg ging es dabei in Nenzing. Der FC Nenzing hatte den SC Rötis zu Gast. Die Partie auf dem Sportplatz in Nenzing war geprägt vom drohenden Abstiegsgespenst für die Gastgeber. Der FC Nenzing in den blauen Trikots, deshalb von Beginn an mit offensivem Fußball und bereits in der 8. Minute mit der ersten guten Möglichkeit. Ganal scheitert hier aber an Rötis Keeper Kavasa. 9 Minuten später dann aber doch das 1-0 für die Hausherren. Freistoß von links, die Kugel wird verlängert, pendelt an die Latte, Fessler setzt nach und trifft zum viel umjubelten 1-0. Allerdings gaben sich die Gäste aus Rötis keineswegs geschlagen, probierten ebenfalls nach vorne zu spielen. So auch in der 21. Minute, langer Freistoß in den Strafraum, Nenzing-Keeper Grass segelt daneben und Wakanel überzuckert die Situation am schnellsten. Neuer Spielstand 1-1. Doch die Gastgeber lassen sich vom Ausgleich nicht unterkriegen. Der FC Nenzing braucht einen Sieg und die Hausherren wollen diesen Erfolg. Und Nenzing belohnt sich für die Mühen. 23. Minute, Öztürk mit dem langen Ball. Schallert lässt sich nicht zweimal bitten und bringt Zahnemannen mit 2-1 in Front. Die Hausherren nun natürlich mit viel Selbstvertrauen. Nenzing setzt nach und kommt nur 6 Minuten später zum nächsten Treffer. Wieder ist es Öztürk, der das Leder perfekt zur Mitte zirkelt. Dort wartet Fessler. Fessler trifft den Ball zwar nicht, die Kugel findet aber dennoch den Weg ins Tor. Neuer Spielstand 3-1. Allerdings haben die Weigauer noch nicht genug. Nenzing drückt weiter und kommt zu Chancen. So trifft Fessler nach diesem Eckball nur die Querlatte. Doch kurz vor der Pause der nächste Treffer der Heimischen. Weiter Ball auf Vonbrühl, der Routinier lässt seinen Gegenspieler aussteigen und zirkelt die Kugel dann mit viel Gefühl ins Tor. Der FC Nenzing liegt gegen Rötis in der Halbzeit mit 4-1 voran. Daran sollte sich auch in den zweiten 45 Minuten nichts mehr ändern. Die beste Szene hier, Öztürk probiert es aus der Ferne, schießt aber klar drüber. Somit gewinnt der FC Nenzing gegen Rötis mit 4-1 und bleibt somit weiter in der Vorarlbergliga. Ja, könnte man so sagen, ja, das ist ein wichtiger. Weil es jetzt bedeutet jetzt schlussendlich der Klassenerhalt, oder, wo wir eigentlich schon in der vorigen Partie klar machen hätten können. Und ja, jetzt hat es halt das Zitterspiel gegeben, wo natürlich eine nervliche Belastung war für die Spieler. Aber ja, es war eine klare Sache schlussendlich. Und jetzt haben wir das Ziel erreicht für heuer. Und ja. Wir haben super trainiert, wir haben gewusst, um was das geht. Wir haben die letzten 3 Wochen immer Chancen ausgelassen, haben es eigentlich selber vergeigt und
Heute hat man gesehen, die Mannschaft hat schon Welle, also es war super. Wir machen weiter und zwar mit Nachwuchsfußball. In der ÖFB-Jugendliga wurde am vergangenen Wochenende ebenfalls gespielt. Die U18 aus Vallberg hatte dabei die Alterskollegen aus St. Pölten zu Gast. Bereits traditionell werden bei der Akademie Vallberg vor dem letzten Heimspiel der Saison die aus der Talenteförderung des VfV ausscheidenden Spieler geehrt. Eine sehr emotionale Sache für die Jungs, die teilweise 8 Jahre hart an ihren Träumen gearbeitet haben. Nach dem Anpfiff im Heimspiel gegen den SK in St. Pölten zeigten die Jungs um Kapitän Amir Dervisevic dann, was sie in den vergangenen Jahren gelernt hatten. Die Vallberger in Blau, vom Anstoß weg voll fokussiert, ließen Ball und Gegner laufen. Nach nur 10 Minuten das erste Highlight. Nach toller Vorarbeit von Neo-Red Bull-Spieler Becker nahm Rakic die Kugel direkt, erzielte das 1:0 und brachte seine Farben somit in Front. St. Pölten ließ sich in weiterer Folge aber nicht unterkriegen, versucht Druck aufzubauen und die Ländle-Elf mit körperbetontem Spiel aus der Bahn zu werfen. Allerdings ließen sich die Vallberger nicht aus dem Konzept bringen, zeigten tollen Fußball und wurden auch dafür belohnt. 35. Spielminute, tolle Kombination der Ländle-Kicker, Güler schnappt sich die Kugel und trifft mit diesem strammen Schuss zum 2:0. Damit aber nicht genug, die AK Vallberg machte auch in weiterer Folge Druck und erzielte noch vor der Pause das 3:0. Erneut wurde schnell umgeschaltet, gut kombiniert und erneut war Rakic erfolgreich. Nach dem Seitenwechsel machten die Gastgeber dort weiter, wo sie in den ersten 45 Minuten aufgehört hatten. Die AK Vallberg ließ nichts anbrennen und nach gut einer Stunde klingelte es erneut im Kasten der St. Pöltner. Stark mit diesem Sahnepass und Becker trifft zum 4:0. Dann ließen die Hausherren die Zügel etwas schleifen und St. Pölten kämpfte sich zurück in die Partie. Der erste Torerfolg ließ ebenfalls nicht lange auf sich warten. Minute 64, Vucenovic trifft mit diesem herrlichen Schlenzer und stellt auf 4:1. Die AK Vallberg verliert in weiterer Folge etwas den Faden. Die Gäste drücken weiter und bringen sich immer besser in Position. So dauert es nur 2 Minuten bis zum nächsten Treffer von St. Pölten. Baumgartner nimmt die Kugel direkt und verkürzt auf 4:2. Die Niederösterreicher in weiterer Folge mit viel Selbstvertrauen werfen nun alles nach vorne und schaffen kurz vor Ende der regulären Spielzeit sogar noch den Anschlusstreffer. Erneut nimmt Baumgartner die Kugel gut mit und versenkt das Leder zum 4:3 im Vallberger Kasten. Allerdings hat die AK Vallberg schlussendlich die richtige Antwort parat. BK nimmt Maß und trifft kurz vor Schluss mit diesem Freistoß zum 5:3 Endstand. Ja, wir haben 4:0 geführt, aber St. Pölten hat trotzdem die eine oder andere gute Chance gehabt. Also das 4:0 war schon relativ hoch. Wir haben gute Chancen gehabt und die auch genützt. St. Pölten hat da sehr gute Chancen gehabt. Ja, nach dem 4:0 haben wir 2 ganz schnelle blöde Tore gekriegt und den ist meistens so, dass gerade mit einer jungen Burschen, dass er gleich eine Hektik hinkommt. Aber schlussendlich haben wir noch 5-3 gewonnen. Das passt super. Freue mich brutal für die Jungs. Also ausschlaggebend war einfach die sehr gute Teamleistung. Wir arbeiten ein Jahr, sind wir schon 10 Mal hart am Arbeiten. Und von Tag zu Tag ist schon der Teamgeist viel stärker geworden. Und jetzt vor allem zu Saisonschluss, das letzte Spiel, man sieht sich vielleicht nie wieder, man spielt vielleicht nie wieder zusammen. Und da wollte man einfach alles rausholen, alles als Team wieder rausholen. Ja, sehr gut natürlich. Also wenn man es sich gewünscht hätte, hätten wir uns wahrscheinlich das als Abschluss gewünscht. 3 tolle Spiele gesehen. Die U15 hat ihren Gegner klar dominiert und eigentlich auch in dieser Höhe verdient gewonnen. Wir haben mit der U16 zwar ein bisschen länger kämpfen müssen, aber ich denke am Ende des Tages auch einen sehr verdienten, guten und stabilen Sieg nach Hause gebracht, obwohl heute einige Leistungsträger gefehlt haben. Amir Abdianovic und Lars Nussbaumer sind beim ÖFB-Nationalteam. Die konnten wir gut kompensieren und wettmachen. Und da für die U18 freue ich mich sehr, da einige Spieler uns jetzt sehr altersbedingt verlassen und die haben heute ein tolles Spiel gezeigt.
Das war's schon wieder mit einer aktuellen Ausgabe vom Sport diese Woche hier auf Lände TV. Ich würde mich freuen, wenn Sie auch nächste Woche wieder mit dabei sind und einschalten. Bis dann!